Muss ich auch jetzt immer in die Kamera lächeln? Jawohl, Artyom, das musst du. Mach den mal hin. Sehr schön. Jetzt komm schon, bereit machen, Junge. Gucken, was funktioniert und was nicht. Beine schläfen einfach. Ich will kurz hier stehen bleiben, ganz kurz. Ich will nicht rein. In Ordnung, Jungs. Folgendes war mein Plan. Hier war unser Startpunkt. Und ich wusste von der letzten Bierzone, auf der ich war, zu der es auch ein Video gibt, dass die Flagge 7 ungefähr der Punkt sein wird, wo sich die beiden Fraktionen treffen. Mein Plan ist also, an den Bahnschienen, damit ich nicht durchs hohe Gras laufen muss, an den Bahnschienen lang zu laufen. Und dann, weil ich auf der anderen Seite des Flusses bin, könnte ich die gegnerischen Truppen über den Fluss wegsnipen, weil sie das nicht erwarten würden. Sie würden mit Widerstand rechnen, direkt von Flagge 10 aus, aber nicht von einem Sniper, der auf der anderen Seite des Flusses ist. Soweit war zumindest die Theorie. Was ich dann aber gleich festgestellt habe, ist, dass die Jungs irgendwie anscheinend ein bisschen langsamer waren als die letzten Jahre. Also unsere Gegner, die waren nämlich noch nicht an Flagge 7. Ich sehe, wenn ich bei Flagge 7 ankomme, dass unsere Truppen bereits da sind und weiter drücken Richtung Flagge 6 und Flagge 3. Und dadurch musste ich den Weg noch ein kleines bisschen länger langlaufen auf den Bahnschienen und dann war ich schon bei Flagge 4 und da waren gegnerische Truppen. Das heißt, mein Plan war hinüber. Sobald ich da angekommen war, bei der Flagge 7, hatte ich das halt gesehen, dass da schon Gegner, freundliche Truppen waren. Und weiter vorne, zwischen der Flagge 7 und der Flagge 3, da waren die Gegner. Ja? Da, wo die rote und die blaue Rauchgranate sind, genau da ist Flagge 7. Was denn? Eine Missionsrolle. Darf ich dich ansprechen oder muss ich zum Händler? Ich weiß dich gerne ansprechen, du kannst bei mir zwei Bierdeckel gewinnen. Okay, was muss ich denn dafür machen? Denn da ist ein Bierfluss. Ja. Damit musst du über das, den Fluss auf die andere Seite etwas berühren und wieder zurückstarken. Ernsthaft? Und die Zeit wird gestoppt. Die Besten kriegen heutzutage heute Abend ohne irgendwas, habe ich gehört. Ich passe. Aber ist total nett von dir. Vielleicht später. Ja, du weißt, wo ich zu finden bin. Jawohl. Bis zum Spielende bin ich hier. Geht, klar. Prost. Und hier sehe ich die ersten Gegner auf der anderen Seite des Flusses. Ich entscheide mich rechts unten lang zu gehen, damit sie mich nicht zu früh sehen. So, ich höre da drüben Geräusche. Ich hoffe, hier kommt keiner über den. Und das sind die Jungs von Flagge 4, mit denen ich nicht gerechnet habe.
weil ich vorgerannt bin, muss ich jetzt natürlich warten, bis meine Teamkameraden nachziehen und mich heilen. Beschissene Stelle ausgesucht. Mhm. Alter. Danke, Stefan. Hier oben rechts, da oben rechts, genau. Direkt vor uns. Siehst du? Sehr gut, sehr gut. Boah, was scheiße, meine Brille beschlägt. Ich sehe nichts mehr. Ich versuche hochzugehen. Okay. Bleib hier, bleib, beweg dich gar nicht. Ich gehe einfach hoch. Dankeschön nochmal. Ne? Entschuldige, dass ich dich jetzt nicht holen kann. Stellung halten. Nimm deine Weste. So, das war leider alles von mir zur Bierzone 9. Wie ihr im Video gehört habt, habe ich mich darüber beschwert, dass meine Brille beschlägt. Und das war tatsächlich wegen diesem Hut mit der Kamera dran. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich dachte, die Bierzone, die will ich genießen. Ich bin ein Airsoft-Spieler und nicht nur ein Airsoft-Filmer, sondern halt auch ein Spieler, und die Bierzone wollte ich genießen. Deswegen war das alles, was ich gefilmt habe. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, und ich möchte mich noch ganz herzlich beim Fabio Bär bedanken. Das ist einer der Jungs, die mich auf Patreon unterstützen. Die restlichen drei könnt ihr unten in der Wall of Fame in der Videobeschreibung sehen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Muffin. Ach.